So, und damit seid gegrüßt, meine zwei Bürger zu Technodon. Weiter geht's im Mauswald in The Night of the Rabbit mit dem Zwergenfürst und mit dem kleinen Herrn Haselnuss. Vereister Baum. Na dann, gehen wir durch das Portal hindurch. Brechen wir auf. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Aha. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Ja, ich bin mir relativ sicher. Ich hab ja offscreen, naja, beziehungsweise ich hab's aufgenommen und so ein bisschen einen halben Part draus gemacht. Noch so ein bisschen meine Aufnahmen zusammengeschnippelt. Ich hab ja so ein bisschen alles erledigt, was noch zu erledigen war, was noch zu erledigen ging. Also, insofern, ja, mit Mauswald sind wir fertig. Ich bin bereit. Ich hab alles, was ich brauche. Denke ich. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später. Und danke. Ich hoffe doch. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen. Und oh, Schreck. Niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Na, da bin ich ja gespannt. Eiskalt. Wir hätten uns einen Schneeanzug mitnehmen sollen. Schneeoverall. Oh, ist das kalt? Halt. Moment mal. Ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Sind wir ja im Nordpol oder was? Zerklüftete Berge. Schauen wir hier mal rein. Überall Eis und Schnee, so kann es ja nicht immer ausgesehen haben. Was, wo man es unter dem Weiß schnurrt. Vielleicht sind wir auch am Nordpol. Wir begegnen gleich dem Weihnachtsmann. Kein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und... jetzt wird mir doch noch kalt. Okay, hier können wir entlang. Aber hier können wir entlang. Hier müssen wir so ganz lang. Durch die zerklüfteten Berge. Hinauf. Oh, hallo. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Hallo. Ich bin der kleine Junge mit Flügeln. Kann ich gut stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Ja. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ah, also doch am Nordpol uns die Weihnachtsmann auch noch treffen. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Na dann. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. Tatsächlich friere ich nicht. Vielleicht sind wir in einer Halluzination. Da
Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Okay, ja. Hast du das auch eingebildet? Projekt Polwahl. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. Wir sollten das Forschungsmaterial mitnehmen. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Lichtanlockung. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht. Tja. Auf der Kiste steht Projekt Polwahl. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ja. In meinen Forschungsarbeiten klappt eine und jetzt verflucht. Gut. Jetzt haben wir eine experimentelle Lichterkette. Schön, das Tuch haben wir nicht. Kälte, weite See. Das Wasser sieht aus, See, nicht als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Ja. Komm schon, funktioniere. Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Ui. Ja, wo soll das denn, wo soll der Blitz denn sonst einschlagen? Jetzt auch an den Baum. Vielleicht in die Station hier. Gruselig. Gruselig. Was sagst du? Gruselig. Findest du die etwa gruselig, die seltsamen Geräusche hier? Gruselig. Wie findest du die? Gruselig. Aha. Okay. Und nun? Okay, ja. Riesiger Weg zum Berghang. Zurück. Tja. Schneebedeckter Stein. Komm, dem noch mal was. Anfangen. Noch etwas weiter graben? Mhm. Oh, es ist eine Statue. Na, sehr schön. Wie lange die hier wohl schon im Schnee steckt? Reden wir doch mit ihr. Wir haben doch hier das Felsflüstern. Mit dem Tannenbaum können wir bestimmt auch was machen. Wir haben doch grünen Fuchs. Ich spreche zu dir. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ein eingefrorener Mensch oder was? Ein vergessener Gott. Ja, was sonst? Was für ein Gott bist du denn? Mhm. Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Ui. Oh. Jetzt haben wir den Gott wütend gemacht. Na toll. Mhm. Ein Abbild Gottes. Mhm. Gut. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, gute Frage. Ja, das Kratzen, das nervt schon ein bisschen. Das ist schon. Ja. Ich muss leider weiter. Es ist schon ein bisschen schlimm. War angenehm mit dir zu reden. Mehr oder weniger. Eher weniger, aber ja.
Kalbaum. Warte, fassen wir den noch einmal an. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Hoffentlich hält der Schutzzauber der Motten weiter an. Sonst erfriere ich hier drüben noch. Das wäre gut, wenn wir hier nicht erfrieren würden. Das wäre ganz schön fürs Abenteuer. So, vielleicht können wir hier Grünwuchs. Das Gestrüpp. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Tatsächlich nichts? Aha. Fuchslist. Felsflüstern. Ratersuch. Ein Ort ohne jede Hoffnung? So etwas gibt es nicht. Okay, vielleicht können wir hier Fuchslist auf die Forscherin. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Okay. Vielleicht brauchst du einen Nagel in deinem defekten Funkgerät. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, wozu braucht man ihn dann? Tja. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so eine Fass und jetzt. Verlucht! Tja. Vielleicht können wir hier. Ja, also. Vielleicht um das Gestrüpp wickeln. Oh. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Ja, Sticker. Und jetzt? Gute Idee, gute Frage. Hier da vielleicht. Passt der nicht. Hier da vielleicht. Passt der nicht. Da passt der nicht. Tja. Da passt der nicht. Wo kriegen wir hier Strom her? Das Ding scheint kaputt zu. Okay, Ding. Das. Tja. Also. Grünwuchs. Jetzt vielleicht. Nicht. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Tja. Nun. Puh. Stecker. Nichts. Da ist. Vielleicht. Als da flüstert wohl nichts. Seht ja, wo das wäre ja zu schön gewesen. So, Fuchslist, vielleicht können wir uns als eine Steckdose. Vielleicht können wir uns als eine Steckdose ausgeben. Und was tun, als wenn wir eine Steckdose. Und dann, zack. Und jetzt? Mit dem Wasser. Da passt der nicht. Aha. Okay. Das Funkgerät. Noch eine Plane. Warte, vielleicht können wir die irgendwie aufdecken. Das Wasser. Ja, hier. Warte. Ich habe hier gerade noch eine Plane. Na komm. Oh. Akkublock. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. So weit war ich auch schon. Ja, okay. Stecker. Und jetzt? Mit dem Akkublock. Jetzt gibt es ein bisschen Strom. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Ja.
keinen Strom unter diesen Bedingungen, diesen Wetterbedingungen. Tja. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Tja. Ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Tja, also. Ich mag die Musik im Hintergrund. Ist das Hauptthema so ein bisschen versteckt in so leisem Klimpern. Das ist interessant. Gefällt mir fast am besten überhaupt. Von allen Soundtracks, die ich bisher gehört habe. So leichtes Klimpern. Natürlich das Hauptthema, das ist natürlich am interessantesten. Das Musikstück von dem Markier, das finde ich auch interessant. Das ist gar nicht schlecht. Passt zur Arktis. Was für ein Gott bist du denn? Das hatten wir schon. Das soll nicht unsicher. Oh. Die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Der Blitz muss den Akku wieder aufgeladen haben. Weißt du, ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Kannst Blitze machen, die Tannenbäume wieder zum Leuchten bringen. Und Grünwuchs können wir gar nicht einsetzen. Ich würde gerne den Tannenbaum wieder zum Wachsen bringen. Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Die ganze Familie ist hier bei mir und es ist einfach nur glücklich zu wissen, dass es dir gut geht, hörst du? Genau wie ich. Aber ich habe versprochen... Erinnerst du dich an diese Worte? Hoffnung ist eine Kerze. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Ach, schön. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Wow. Na, ein Foto, du Dummi. Jo. Sehr schön. Oder film das Ganze. Sehr schön. Da wird einem richtig warm ums Herz. Ja. Vor Weihnachten. Es ist ja fast noch besser als ein Besuch vom Weihnachtsmann. Als wir den Weihnachtsmann dort kurz treffen. Der Poolwahl. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt. Und das verstehst du, oder was? Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Aha. Der nächste Zauberspruch. Wir haben den letzten Zauberspruch erlernt. Du hast einen Zauber erlernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klick auf den Zauber. Hoffnungsschimmer. Auf den Zauberstab. Hoffnung. Licht in der Dunkelheit. Sehr schön. Das werden wir gebrauchen. Errungenschaft freigeschaltet, Musterschüler. Dann geben wir dir ein bisschen Hoffnungsschimmer. Schade. Tja, die braucht wohl keinen Hoffnungsschimmer mehr. Na dann. Portal, öffne dich. Hinein durch den Portalbaum. Na, was jetzt?
Du kehrtest aus der Kälte zurück. Allerdings, ich hatte Erfolg. Ich lernte den Zauber. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotor. Marquis de Hotor. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Aha. Der Kalte. Der Kalte? Er bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Denke ich doch auch. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Gleite du voran, Whisperer. Jerry, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ach so. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, das der Kalte bricht. Okay. Interessant. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Da würde ich ihn jetzt aber erstmal ernsthaft zu befragen. Diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Ganz im Ernst. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine Vierzauber gelernt. Das tun sie alle sagen. Nun steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Aha. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Ach du Schreck. Ich glaube, ich kann gleich gar nicht mehr nach Hause. Und der jetzt seinen Viertnagel dadurch durch das Portal hämmert. Ich... Oh nein! Was zum... Musst den Bann brechen. Du... Ich? Allein kannst ihn aufhalten. Ach du Schreck. Wie soll ich das jetzt hier? Ich will nach Hause. Okay. Okay. Ich bin wieder groß. Ich bin zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Mein Wunsch wurde erfüllt. Was denn? Oh Mann. Aber... Kühlschränke. Aber was ist denn hier passiert? Stechend riechende Kühlschränke. Juckpulver. Aha. Hagebutten sind endlich getrocknet. Jetzt habe ich Juckpulver. Na, sehr gut. Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. So ein bisschen, ja. Ach du Schreck. Was ist hier passiert? Der alte Fahrtbaum. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Habe ich es falsch benutzt? Wenn der Makino hier wäre, um mir zu helfen. Er ist aber nicht hier. Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Hier wurde durch streng riechende, stechend riechende Kühlschränke ersetzt.
Oha. Hier hat sich aber einiges verändert. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Rostiges Schild. Baustelle? Aber hier wohnen wir doch. Okay. Was zum... Das sieht ja gar... Das sieht ja... Oh nein! Oh, nein! Nein! Das sieht ja alles gar nicht mehr so toll aus. Ach du Schande. Unser Zuhause, unser... Ach du Schande. Es ist ganz zugewachsen. Oh, Schreck. Keine Beeren mehr da. Oh je. Jemand hat die Wäsche abgenommen. Mama? Sie muss doch irgendwo hier sein. Oh, ist das traurig. Mutti! Oh nein! Da wandelt sich die wunderhübsche, märchenhafte Zaubergeschichte. Es sieht alles so anders aus. Wie kann das sein? Mutti! Sie muss doch irgendwo hier sein. Oh je. Das bin ich. Verzweifelt gesucht wird Jeremias Haselnuss. Seit 8 Monaten verschwunden. Oh Mann. Seit 8 Monaten verschwunden? Oh, oh nein. Zum vernagelte Tür. Da ist niemand. Mama? Heruntergekommenes Haus. Eine Statue. Hier haben wir hier Hoffnungsschimmer. Hier. Setz das auf dich selber ein. Ach du. Meine Wurst. Da fehlen mir die Worte. Du liebe Güte. Was ist hier passiert, Zwerg? Wieso weiß er nur fort? Zu spät für eine gute Nacht. Er hat sein Versprechen gebrochen. Dass ich rechtzeitig zurück bin. Ach du. Ach, Backe. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir, doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama! Vergiss mich nicht, mein Sohn. Er hat's versprochen. Au. Au, weia. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja. Leute. Ich muss den Part jetzt beenden. Ja. Muss ich euch jetzt. Das ist jetzt so, muss ich mich euch jetzt mit diesem.
mit diesem Partende muss ich euch jetzt verlassen. Ja, ich werde, ja, vielleicht werde ich den nächsten Part gleich sehr bald wieder raushauen. Oh Mann, ich werde schauen, dass ich bald weiterspiele. Aber für heute muss ich euch jetzt hier an dieser Stelle verlassen. Oh Mann. Es ist keine Zeit mehr, ich muss Schluss machen. Oh, Schreck. Ja. Ich will es gar nicht sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Oh, Dacke. Das hat mich jetzt, oh, das hat mich jetzt, das hat mich jetzt auch überrumpelt. Gut. Man sieht sich. Och, die Kleine. Da sitzt er da und weint. Putsche. Es tut mir so leid.